hat gerade eine tolle Geschichte hier in diesem Hauptmenü. Lehnt sich ja Wamai immer so gerne auf den Helikopter. Also er setzt sich so halb im Lehnen drauf mit der Waffe dann auch im Helikopter. Und das war gerade ein paar Meter versetzt, da ist er hockte auf nichts. Dieses Ubisoft aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Was? Sexy Buchsbaum? Da ist doch Benny Buchsbaum. Simsum. Das heißt Samsung oder Sumi. Mann. Das ist alles für Amateure hier. Das heißt MG43 und nicht 96. Nee. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Da schießt schon jemand. Schlafsäle. Oh Gott, Motzi, hier, Vorsicht, der hat hier Käfer. Im Briefingraum. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, Kackarsch. Käfer an der Kameradurchfahrt. Kapkan, Läsion, oh Mann, und Grabschwamm. Nein! Noch zwei. Erle hat ja auch noch einen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Biogefahrgutbehälter, diesen sichern. Einen Ausblick. Bei uns ist niemand direkt drunter. Serafina. Lesion hat hier was geschmissen. Ah, komm die Treppe hoch, Motzi. Immer noch Treppe, es kommt hoch. Jawoll. Ich hab nichts, das war okay. Tod ist tot. Gabschro lebt noch. Wenn die hinter euch hochkommt, sehe ich das. Ich hab keine Vision. Entschuldigung. Mach nix. Ich lade nach. Wenn Grabschwor hinter euch ins Zimmer kommt, sehe ich das. Pass auf, Kapkan. Kapkan links. Twitch kommt hinter dir, Hawkeye. Kapkan left side. Den Behälter sichern. Letzter verbleibender Gegner. Mit Sichtsicherung des Raumes einstellen. Shit. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Na, der hatte auch nicht mehr viel. Grabschwur kam mir auch entgegengerannt. Und dass du erwischt hast, ist ja alles gut. Er kam da durch das Loch, wo Kapkan vorher war. Aber Motzi hatte nicht damit gerechnet, dass ich hinter dir stand. Der wollte unbedingt sterben. Er kam gehockt rum und hat sich auf Serafina fixiert. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden.
Spielerschaftlichen. Bin ich aber nett, dass du mir den Hintern gerettet hast. Ich darf Mozi. Nein! Diesmal kriegt er meine Drohne nicht. Niemals. Meine hat er schon. Meine nicht. Ah, Grabschau. Nein. Schon wieder da? Ja. Grabschau ist da. Na, ist das da, wo sie eben waren. Achso. Von dem Bereich bloß wieder nicht. Glaubt das Spiel wieder nicht. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Guck mal, eine Frühlingsrolle. Position des Biogefahr. Und die letzten beiden in den letzten beiden Sekunden. Mit der Drohne unten, Serafina? Hier tapst einer rum. Toll. Ich sag's noch. Jäger. Hast du den noch nicht gesehen? Nein, aber ich hab gesagt, nee, jetzt, nicht so. Hier tapst einer rum. Ich hab aber noch nicht. Der war hinten an der Tür, wo ihr vorhin rein seid, da am Stacheldraht. Ah, da unten ist Mozi. Wieder auf der Treppe. So, jetzt gucke ich die Drohne. C4 fliegt, Achtung! Oh, einer vom eigenen Druck. Ach nö! Jetzt das Ace, du hast doch ein LMG. Nee, hat sie nicht. Nee? Das Kommando. Oder die AUG. Eigener Druck getötet. Das Kommando gehabt. Da kam Mozi. Hat die Drohne kaputt gemacht, der Arsch. Kann man schon auf den Schatten schießen. Mensch! Schattenspielchen. Ja, ja. Immer doch. Esszimmer. Fresszimmer. Neben der Küche. Neben der Küche. Also MGs Lieblingsort. Das ist da, wo Frau Frost ist. Was ist das komische Buchsbaumgestrüpp da? Nee, Frau Frost. Wie nennst du denn ihre Frisur? Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Boah. Die Wand ist so stark! Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Lade da! Weiß ich ab. Magazinwechsel! Gerät nur noch 10. Gleich ist alles kaputt. So viele Willkommenswarten. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Attila ist aktiv. Habt ihr noch eine Wand? Nee. Nein. War innen noch was offen? Nein. Ja. Und der Buchsbaum macht zu. Auch noch ein Krallchen zum Krallen. Das Gerät ist in Position. Aber krall dich nicht mich. Boah, der arme Tisch. Kann man besser laufen. Ja. Wieso macht der hier schon einen Smoke rein? Das ist bestimmt der Nitro-Heinz von vorhin. Nee. Lade nach! Dann sitzen jetzt alle hier drin, ne? Smoke nicht. Weh, der schießt jetzt auf die Kuh. Weh, die haben Fuse. Warum ist Frost schon so angekratzt? Weil bestimmt durch ein Gaskram gerannt ist. Okay. Schätze ich mal. Haben wir noch welche? Weiß nicht, haben wir welche bestellt?
Hocker, was tust du? Genau, Hocker, was machst du denn? Das ist so bescheuert, Junge. Ist echt mal bald ein C4 für dich. Über uns ist jemand. Gut, der Fused, oder? Nee, es war... Scheiße, nö. Naja, so ähnlich. Die dicke Grit haben sie. Aua, Mann. Nock haben sie noch. Nock ist überall. Ja, mich hat sie. Tollen Schildträger macht ihr, Robots. Ich bleib hier auf meinem Tresen, bis jemand zur Tür reinkommt. Ja, der knallt von oben an. Finger weg. Nein, da bin ich nicht. Lade neues Magazin. Komm in die Willkommensmatte, Gegner. Ja, da soll ich liegen. Muss doch treffen. Treff ich. Was auch am Ziel, ne? Achtung, Nock ist schon auf dem Weg zu euch. Spring nach dem nächsten. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter. Scheiße, Kopf nicht getroffen. Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Letzter verbleibender Operator des eigenen Trupps. Hat er jetzt etwa keine Gasgranaten mehr, der Kerchenmann. Gegner versucht, Gegner sichern den Behälter. Den Gegner von der Sicherung. So viele Assistierungen. Ein Gegner. Ach man. Eine letzte Gasgranate hat da erstmal einen Operator Strom gebrochen. Und du hast Minuspunkte bekommen. Ja. Schon wieder Esszimmer. Schon wieder Esszimmer. Ich will den Boden verstärken. Von oben. Das wäre nett. Dann brauchst du den Leiteroperator und den Kaste, der eine umfunktionierte Panzerplatte hat. Ja, dann her mit dem Leiteroperator. Muss mal... netten Brief an Ubisoft schreiben. Französisch? Mit ein paar Baguette-Krümel reicht das schon. Brief, ein paar Krümel rein, fertig. Die Sprache, ne? Oh Mann. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Mach Froster. Bestimmt mit ihren Gasgranaten werfen. Was macht ein Jäger da? Er baut sich ein Bild. Draußen hilft eine Drohne an deinem Baby Hawkeye. Das war blöd. Das war nicht mehr die falsche Taste, das war einfach nur die falsche Taste. Was? Der Stacheldraht ist bereit. Spezialfähigkeit und Kontaktgranate liegen nicht mal nah beieinander. Ich habe sie trotzdem gedrückt. Das schaffst du auch nur, du MG. Sagt Serafina, die sich gegen eine Wand wirft, ich weiß. Und die sich mit Kapitau selbst entzündet. Ich hab's verdrängt und er... Ja, tja, wer mit Brandbolzen um sich wirft, der... Ich weiß, der sollte nicht... Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, ne? Oder wer Kapitau spielt, sollte sich nicht mit Brandbolzen anzünden. Oben latscht wieder jemand, Hocke. Über uns. Ist direkt über mir. Na, was? Cool. Ist klar, Ivana, ist klar, ey. Nock und Ivana. Sprengladung geht wieder los. 20 HP. Wow. Schildträger haben sie auch wieder. Mhm. Momentan jetzt nicht. Oh, nö. Ein Kämpfer des eigenen Trupps. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Genau in dem Moment blendet der, wo er gerade noch einen Stachel zieht. Blöder Arsch. Jetzt aber Ace. Von oben. Mission
Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Ja, zu dritt da oben auch noch, klar. Oh Mann, das war einfach das denkbar schlechteste Timing. Ich hätte einfach an der Tür lauern müssen, auf die Gummine warten, bis er den Stachel zieht und dann direkt zuschlagen. Aber so waren halt ein, zwei Sekunden dazwischen und er konnte seinen blöden Schild wieder an die Pforte nehmen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.